Mahlzeit, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer Runde Blennerbase. Ja, letzte Folge haben wir ja durch mein oberschlaues Gequatsche die eingehende Nachricht verpasst. Jetzt wollen wir wohl nicht mehr erfahren, was wer was wo war. Oh ja, wenn noch mehr kommen. Hat ja eingehende Nachricht, dass er, da war jetzt noch niemand Böses dabei, ne, wo er irgendwie rumgeballert hat oder so. Na, das sind wahrscheinlich normale Besucher seid dann. Okay, die brauchen noch Halbleiter, die Dinger, ne? Alter, die ganze Maschine saugen unser Metall. Ich habe nichts zum Bau jetzt gerade, ne? Kein Bauprojekt. Wegen das Ding ist halb am Sack. Ersatzteil hämmer, das würde man jetzt gleich mal einer holen, hoffe ich. Okay, da können wir wieder Arznei verkaufen. Bioplastik. Na gut, haben wir schon wieder unsere 350 Eier. 600 brauchen wir jetzt hier gar. Ich mal beobachte, ob das jetzt nur runtergangig vorhin oder Status vom Wohlergehen, weil man halt komische Besucher gehabt hat oder kranke oder was weiß ich. Vielleicht sind unser Pfälzer nicht so glücklich über fremde Besucher. Man weiß es nicht. Okay, das Solarmodul ist repariert. Der holt sich hoffentlich mal schnell was zu beißen. Wenn ich das ja priorisiere, sieht ziemlich schlecht aus immer mit der Ersatzteile. Drei freies Metall. Naja, jetzt fehlen die Halbleiter. Oh, hopp, ne. Ernsthaft? Wo sehe ich jetzt, wie viel Storbe sind? Oder beziehungsweise wer? Ich glaube, ein Ingenieur, ne, war das jetzt? Okay, gut, wird zu kennen sein. Was ist das Blau? Okay, da war es ein Arbeiter und ein, gelber Ingenieur, ne? Was hast du, mein Guter? Verkaufe ich wieder alles. Boah, wir hätten ja nicht mal eine Knarre dick noch. Ja, die gehen es wieder. 580. Nö. Nö. Komm, schenk mal ein bisschen Kohle. Aber ein AC jetzt, wenn jetzt so mehr gepennt hätten, wären es doch mehr Leute gewesen.
Ich meine, jetzt bei so einer Größe, dass es um wirkliche Probleme wird, denke ich jetzt nicht. Also muss schon ziemlich krasses Zeug passieren, dass da irgendwas, damit quasi die Basis des Todes ist. Ich glaube, wenn es zwei Ingenieure gibt, ne, so wie es aussieht. Wenn alles abgefarmt. Also wir produzieren nicht richtig auf Halde, aber gerade bei der Mahlzeit und ich habe immer so, sag ich mal, eher Acht auf unser zwei Lager. Ich meine, dass wir Ersatzteile haben, ist ja schön gut. Aber wir haben nichts anderes. Sprich, alles ist irgendwie im Umlauf. Kurz gucken. Okay, da haben wir jetzt auch zwei gekriegt. Also für die jeweils eh verlorene haben wir das Doppelte jetzt wieder geholt. Neun Ersatzteile. Ah, blank genau. Ja, wir haben dann 550 Eier. Ah, das heißt aber so viel wie, dass man nächste Patent schon fast wieder hätten. Ja, Massenspeicherfarm Dom, den ist. Okay, da können sie sich jetzt auch reparieren. Ich werde auch nach der nächsten Struktur, wo ich hier quasi baue, einen Ausgang noch dahinter machen. Dann die Leitung nicht mit dem Umweg da außenrum. Ich meine, wenn hier was kaputt ist, den Weg müssen sie halt auf sich nehmen. Genauso wie der da jetzt. Deswegen wäre halt jetzt mal die Frage, ob so ein Baubot quasi die Dinger auch repariert. Dann kann man uns so noch einer zulegen. Sieht's denn aus mit den Bots? Okay, immer noch die drei. Der baut den auch weiter. Ist man da ein Bohrbot? Na, müssen wir aufpassen, dass wir mal vier haben, dass er mal aufhört mit den Bohrbots. Dann kann man mal umschwenken auf die Baubots. Dass wir vielleicht auch für einer zwei haben. Ist ja schon praktisch, wenn die reparieren. Dann müssen die nicht mehr rausschlumpfen zum Reparieren. Unser Ingenieur. Und könnten dann wiederum an deiner Maschine da arbeiten. Ne, wo halt? Wie hier. Ersatzteilwerkstatt und Halbleiter. Knarre. Okay, Moment, ist Halbleiterproblem. Habe ich schon mal erwähnt, wie klasse Soundtrack ist? Ich höre ein Schiffle. Gut, Kohle oder dabei. Aber mir nicht wirklich was zum Verkaufen.
Sagen wir wenigstens für uns 600. Halt leider einer, ja, das ist der, wo du drin steckst, ne? Knallt's wieder. Und da ist er eingeschlafen. Unser Willkommensschildlein. Ah, schon ein gutes Stück weggelaufen vom Landepad. Aber halb so schlimm. So, jetzt haben wir zwei Transport und zwei Bohr. Jetzt fehlen die halb Leute. Aber der Gute macht einen Senner da. Du machst uns Ersatzteil. So, was ich mache, diese Ladung Biologe holen. Dreizehner. Und vielleicht noch eine Woche. So. Das Geld drei machen. So. Nein, das langt nicht. Ach, ich bin immer zu den Händlern so gütig. Besseren Ruf kriege ich auch irgendwie nicht. Was sind das? Vier! Was war das? Oh, dann ist es gerade mal Google. Biologe waren es. Drei. Ein Schwachmann, einer. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich will mal keine Dornung Google. Vier. Genau, und auch jeder Knarre. Ah, die drei Biologe. Und vorher drei Zähne gehabt. Jetzt habe ich mal, dass ein bisschen besser abgeerntet wird. Wenn wir da mega Farm Dom bauen. So hin irgendwo. Da werden wir dann noch ein bisschen vergrößern. Bei Zeit. Bohrbutt. Da hätten wir schon drei. Sind ja schon da in der Mine, ist einer drin und da ist einer drin. Ich will die Typen rauskriegen. Hopp, der ist gleich fertig. Ja. Und da ist er. Ich bin schon froh, dass uns dann schon bleibt.
So, da kann ich ja nichts machen, ne, wenn er nicht raus darf. Und so ein Saal drin. Unser Boa Butz. Ich glaube noch lieber ein paar Transportbots, wenn ich ehrlich bin. Ich war immer so im rechte Ohr, so bzzz. Apropos, müssen wir vielleicht auch noch ins Bauen, ne? Eine Kanone. Das kenne ich gar nicht. Es besteht keine Gefahr von Gewittern auf diesem Planeten. So ein Blitzableiter oder was? So, was hast du? Oh. Sollen wir den Massenspeicher schon holen? Ja, was machen wir noch? Aber wir verkaufen noch den Bänder. Wir haben noch ein bisschen Geld in der Rückhand. So, jetzt fehlt uns nur noch der Farmdom und die Genzwiebel, ne? Da hätten wir jedes Patent. Da wäre mal so der erste Schritt in Richtung Ziel geschafft, würde ich sagen. Plus ich überlegen, wo wir dann hier bauen und die Masse speichern. Hier? Oder hier? So, jetzt haben wir einen. Was kostet er? Hier. 10 und 10. Frage, ne? Oder überhaupt, ich warte noch. Sieht's denn aus mit unserem Putz? 5. Das waren nur die 3 Bohr und 2 Transport. Kurzer Blick aufs Netz. So, schon 65. Okay, also Sauerstoff haben wir noch für gut Leid. Ja, Wasserverbrauch ist auch in Ordnung. Manche Panik ist immer das Essen. Jetzt im Moment. Das Essen auf Dauer brauchen wir schon so einen Farmdom noch.
Oder noch mehr Retore-Fleisch. 7-3, wie viel haben wir da hin? 8-3, ne? Ja, 4 sogar. Ach stimmt, wir brauchen ja da die Halbleiter finden. Ich bin mir überlegt, ob ich die Turbinen abreiße und quasi hier weitergehe. Erstickel zumindest. Zumindest was weiß ich, da hinten noch ein Ausgang oder. Das könnte man mal überlegen. Na, dann ist halt das kurzzeitig, bis gebaut ist, alles abgetrennt. Ne? Unsere Kohle-Turbine. Okay, man muss überlegen. Aber das in der nächsten Folge. Was wieder zu lang wird, sage ich mal auf Wiedersehen. Und ciao.